Punkt für Schwerin Paditormann auf De Souza. Die kann den Ball nicht richtig kontrollieren und er geht jetzt aus. 8:11 und für Schwerin schlicht auf Dennis Hacke. Und der nächste Punkt für Schwerin. Vom Block der Hamburgerin ins Aus. 9:11. Nächster Aufschlag, Denise Hanke. Und die Halle ist da. Punkt Hamburg durch De Souza. 9:12. Zum Aufschlag kommt Katja, zu weit die Nummer 8. Den haben die Hamburgerin noch wieder rüberbekommen mit tollem Einsatz. Und Maja Topic mit dem Punkt für Schwerin. Von McNett ins Aus, 10:12. Und die Chance zum Anschluss durch die Nummer 4 beim Aufschlag, Mirja Topic. Annahme De Souza gestellt von Kocha. Und von den Gianni Volker ins Aus. Punkt für Hamburg, 10:13. Carmen Kocha kommt für den Aufschlag für Hamburg. Entschuldigung, Punkt für Schwerin. 11:13 durch Paditormann. Und die Angabe für Schwerin führt aus Nadja Schaus. Ja, mit Übersicht, aber De Souza hat den Ball gerettet. Und jetzt muss er rüber. Der Ball geht ins Aus, berührt von einer Hamburgerin. Punkt für Schwerin. Anschlusspunkt 12:13. Und erneut Angabe Nadja Schaus. Und da ist der Punkt für Schwerin. Ausgleich 13:13. Und erneut Nadja Schaus bei der Angabe. Ass durch Nadja Schaus. 14:13. Und das nimmt der Trainer zum Anlass der Hamburgerin, die Auszeit zu nehmen. So langsam kommen wir in die entscheidende Phase dieses Spiels. Es kann die entscheidende Phase dieses Spiels werden.
Nach Sätzen steht es 2:0 für Schwerin im Satz 3. Aktuell 14:13 Schwerin. Aufschlag Nadja Schaus. Und erneut Punkt für Schwerin. 15:13. Jetzt auch eine kleine Aufschlagsserie durch Nadja Schaus vom 11:13 zum 15:13. Jetzt weiter wieder Nadja Schaus. Oh, da stehen sich Verantwortliche und Spielerinnen der Hamburger, der Schiedsrichter und die Spielerinnen vom Hamburg im Weg. Punkt für Schwerin. Zweite technische Auszeit, 16:13. Das war natürlich sehr ärgerlich hier für die Hamburgerin eben. Der Linienrichter und die Spielerin aus Hamburg behakten sich dort im Wege. Und so konnten die Spielerinnen nicht mehr den Ball ins Feld zurückbekommen. Und so steht es zur zweiten technischen Auszeit, 16:13 für den SSC. Ja, und die Fans aus Hamburg geben hier auch natürlich noch nicht geschlagen. Sie fordern ihre Mädels auf, weiter hier den Kampf zu zeigen. Was man den Damen natürlich auch überhaupt nicht absprechen kann, das tun sie auch. Sollte Schwerin dieses Match hier mit 3:0 gewinnen, wäre das der dritte 3:0-Erfolg hier in heimischer Halle, nachdem man Münster 3:0 und Suhl 3:0 abgefertigt hat. Sieht das hier momentan ganz gut aus, auch gegen Hamburg 3:0 zu gewinnen und erneut Aufschlag Nadja Schaus. Und wieder Patricia Thormann mit viel Übersicht auf D'Souza, die den Ball nicht kontrollieren kann. 17:13. Weitere Angabe Nadja Schaus. Nadja Schaus war noch dran, obwohl er ins Aus gegangen wäre. Punkt für Hamburg, 17:14. Und für Hamburg schlägt auf die Nummer 9, die Neuzugang Lynn Bettel. Der allerdings ins Netz geschenkte Punkt für Schwerin, 18:14. Und für Schwerin schlägt jetzt auf Patricia Thormann. Punkt für Hamburg. Eine Schwerinerin war noch dran. 18:15. Und die Nummer 13 bei Hamburg geht. Die Nummer 4, Danuba Costa Caldera, kommt für den Aufschlag für Hamburg beim Stand von 18:15 für Schwerin. Vom Block der Hamburgerin ins Aus, Punkt für Schwerin, 19:15. Erzielt durch Vendula Radnerova, die jetzt zum Aufschlag geht. Aufschlag erfolgt. Schwerinerin Hellbach in dieser Phase. Uneinigkeit bei den Hamburgerinnen. 20:15. Nächster Aufschlag Radnerova.
Punkt für Schwerin von der Susans aus, 21-15. Die Schwerinerinnen haben sich rechtzeitig gefangen in Satz 3. Die entscheidende Phase ist eingeläutet. Aufschlag Adlerova. Punkt für Schwerin. Die Antenne berührt von den Hamburgerinnen. 22-15. Noch 3 Punkte bis zum Satzspielsieg. Die Hamburgerin scheint ein wenig von der Rolle. Punkt durch Anja Brandt. 23-15. Es scheint, Hamburg gibt sich schon etwas auf. Und wieder Adlerova am Aufschlag. Und wieder ist der Block Schwerins da. 24-15 und es heißt Satzspielball Schwerin. Und er schlägt auf wiederum Vendula Adlerova. Und die Halle steht und sie hören's. Satzball, Spielball vergeben, er geht ins Aus. Punkt Hamburg 24-16. Aber sie haben noch, die Schwerinerin, genügend Satzbälle, um dieses Spiel hier nach Hause zu bringen. Und das mit 3-0. Hamburg schlägt auf mit Nummer 5, Jolanta Kellner. Annahme Völker, gestellt Hanke. Und das ist der Punkt. Das ist der Punkt für Schwerin durch die Nummer 4. Mirja Topic. Schwerin gewinnt das Bundesliga-Duell gegen VT Arubis Hamburg. Deutlich mit 3-0. Satz 1, 25-19. Satz 2, 25-16. Und Satz 3 ebenso, 25-16. Obwohl die Hamburgerin in Satz 3 lange Zeit in Führung lagen. Mit 16-13, dann folgte eine sensationelle Aufschlagsserie von Vendula Adlerova und Nadja Schaus. Die brachten diesen dritten Satz dann deutlich nach Hause. Also hier heißt es 3-0 für Schwerin. Heißt es morgen früh Abfahrt zum Viertelfinale im Challenge Cup. Sie treten an am Dienstagabend dann an bei Lokomotive Baku. Und am 1. März wird hier in der Arena in Schwerin das Rückspiel im Viertelfinale 18 Uhr am 1. März stattfinden. Ich bedanke mich für Ihr Interesse und würde mich freuen, wenn Sie dann auch wieder beim nächsten Mal dabei sind. Das Team von Sport in Schwerin wünscht Ihnen noch einen schönen Samstag und Sonntag. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören.